Wann morgens wird Licht wort, bitter denn wer düster wort. Laut uns hoch wollen den Norm von uns Gott. Laut uns hoch wollen den Norm von uns Gott. Moin miteinander. Bevor können wir diese Kanon summen auf Bürgermarkt, auf hoch und auf platt. Das geht ja nun nicht anders, dass die Gemeinde uns singen, aber wir hören uns taub. Und wie viel nun dieser Gottesdienst in Norm von Gott uns fordert, der Söhne und der Heilige Geist. Amen. Die Psalm 23 lese ich. Der Herr ist wie ein Hirte, ich schall kein Not liegen. Er weiht mir auf Grönland und gibt mir alte Glock kein Worte. Er gibt mir das, was mir in Seele Gott deut. Er führt auf der rechte Pfad, dort steigt er mit seinem Norm für ihn. Und denkt doch an Dolmut mit dorthin, wo der Picke düster ist, habe ich doch keine Not, denn du bist bei mir. Du holst mir wer zur Ruhe, das ist mein Trost. Du deckst mir die Taube zu, die Tägen mir sind, die Mund zu kicken. Du legst die Hand um den Kopf und gützt mir die Bäcke mit Baum hin voll. Gott und warm hart, Gott mit mir, mein ganz Leben lang. Und ich blieb in Gott sein Hus, nu und für alle Team. Wir beten miteinander. Herr uns Gott, lei vor den Himmel, du hast uns in Leben gesetzt. Wir danken dir für diese Dach. Du kennst uns verbinden. Du weißt, wo wir stört. Du kennst uns Gedanken. Wir bitten wir dich, komm, du sollst bei uns durch dein Wort. Mag uns frei und blied und dankbar. Das sehen wir im Namen von Jesus, den Söhnen, uns Herr. Amen. Sonntag, das ist der Missionsbefehl. Der steht in Matthäus Kapitel 28, Vers 16 bis 20. Und da hat er. Aber die elben Jünger, die gingen nach Galiläa, Baum auf den Bach, wo Jesus für herbestellt hat. Und als sie hören sehen, da fallen sie für ihn andauernd auf die Knie. Man einigen von ihnen, die glauben nicht so recht, was sie da sehen. Man do kam Jesus bei ihr, schnackt mit ihr und er sagte, mir ist gegeben all die Gewalt, Baum im Himmel und hier auf Erden. Und darum, Gott hin und lehrt all die Völker, dürft ihr auf den Namen von uns Vater, von seinem Jungen und von dem Heiligen Geist. Und lehrt ihr all das zu machen,
was ich jo befohlen hab. Und verlaut jo drob, ich bin bio, alldoch bis zu dem Ende von dieser Welt. Gottes Gnade schall mit ihr Wesen und Frieden von uns Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Ich habe für mich Predigt, der Spröck und Zöcht, der für diese Weg gilt, der für doch anfängt. Und es steht bei Jesaja im 43. Kapitel. Da steht: Das sagt Gott der Herr, der die Leben drucken hat. Nun hat man keine Not. Ich habe die Löstbund. Ich hab die bei den Namen rücken. Du hörst zu mir. Herr, lass uns nun näher erkennen, wer du bist und wer wir sind. Und sägen dein Wort an uns all. Amen. Leif, du hörst, wenn du aus einem lütchen Kind geboren wurdest, weil gegen Papa und Mama, Oma und Opa und die hele Familie mit blied Gesicht ob das lütchen Kind und sagen, wat nüs. Das ist das meiste Kind von ganz Wittmund. Da muss doch so wesen, wie alle Familien. Hoffentlich ist doch so. Nur weil kickte wohl ut. Der Nörs hat er von Onkel Gier, Lüffig. Aber die Ohren von Tan Gischke. Und dann kommt die Frage, wo schall er denn hin? Verschiedene Namen gibt du ja. Und dann wird zum ersten Mal den Namen sagt, der Kind ganz Leben lang nur beholt. Hinrich oder einen anderen Namen. Und dann kommt irgendwann ein großes Fest. Kindelb. Die Porten sind utzöcht. Und die Familie geht mit der lütje Kind in Karg. Die Pastor und Pastorin gibt dann so ein bisschen Worte mit Kopf, legt die Hand um Kopf und dann kommt der Dübsbrück. Und hey Bild, haben diese Vers utzöcht für lütje Kind. Nun hört man keine Not. Ich hab die Löspun. Ich hab dir die Norm rufen. Du hörst zu mir. Wenn ich in mein Haupt denken, wenn du durch ihr Kind kicken deid, wo macht das Leben wohl Lopen von dem durch ihr Kind? All wünschen Glück. Und darum ist das so ein wunderbarer Spröck, der Mut macht. Geh den Weg. Gott sagt, ich bin altid bidi. Kick doch hören. Nix schall die fast bin, sagt der ewige Gott. Und das morgende Wort hat der junge Prophet
Jesaja und 1. Mose, als das Volk Israel bedrückt und bedrückt in Gefangenschaft in Babylon seht, weit weg von Hus. Sie werden besiegt worden von den Babyloniers. Nur sehen sie dort, wie kommt nie wer nach Hus, sehen die einen. Wir geben ab, meinen die anderen. Das wird nichts mehr. Uns Gott hat uns verloren. Und da steigt ein junger Prophet ab und sagt, nee, ich schall dir sagen, Gott hat uns nicht verloren. Das Gift wäre an der Team. Kick nach vorn. Mann, das ist doch Licht gesagt. Wo ist denn die Freiheit, Hanne Seelenkund? Hier sind wir festgebunden und können nicht weg. Nichts ist zu sehen von dem, was du sagst. Dieser Glaube an Gott, die muss von binnen kommen. Und der Prophet sagt, lass dich nicht ganz gefangen nehmen von dem, wo das nu ist. Das Wort wäre anders. Ich weiß nicht, wofür von Israeliten das löft hat, was der Prophet sagt hat. Ich weiß auch nicht genau, wo lange das dürt hat, bevor das Blatt so gewährt hat. Aber eines Tages wird es so weit. Die Babyloniers wurden besiegt von den Assyrers. Noch so weit 70 Jahre konnten die Bär nach Hus. Und das haben sie nicht vergeben. Dass dort in der Gefangenschaft Prophet hört das Ansicht hat. Das haben sie abgeschrieben und hör Kinder und Kindskinder wiedersehen. Und das gilt auch, denke ich, für uns. Da gibt es kein uns lebend und auch Tiden, dass wir ganz ohne sind, die drin sind und kein Unwärtssehen. Dass wir sagen, das wird, ich gebe ab. Wenn ich einen, der mir nun zuhört, konnte ein Lied von singen, wenn das Leben so dreht. Das nicht so ist, als wir uns das vorgestellt haben. Und das hilft uns auch nicht, wenn ich sage, oh, das Wort wäre. So ein Bibelwort, denke ich, die kann uns helfen, die aufzugeben und noch fördern zu kriegen. So sagt Gott, nun hat man keine Not, ich helfe dir dir. Und da haben wir umbühlt Menschen erfordert. Und ich dachte an den Mann, der für Jahre den Krankenhaus besorgt hat, der sieht an mich, Herr Pastor, du holst mir an fast. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Da das unter Lied, harre meine Seele, harre des Herrn. Mehr brücken wir nicht. Volk, das ist ein Wort, ein Liedvers, ein Psalm, die uns in der Tür hält. Da kommt denn der ewige Gott bei uns in Hus, in uns hart, mit ein Wort und sagt uns, du hörst zu mir, hätt man keine Not. Ob stimmt's in uns Tiet, giften wird Not, Thema Corona. Die Bilder von den Kranken in der Wiederwelt haben wir noch vor Augen, da das sehr mit Menschen, die so lieben und einsam starben. Blut nicht anstecken, bitte denn. Aufpassen, Abstand halten, die Maske, ob platt, Schnutenpulli, sehr wie wollen. Hoffentlich wird bald doch Medizin gefunden, denkt diese Krankheit. Wel hat er doch, dass so ein Lückchen Virus uns so unerkriegen kann. Dass ich in Gottesdienst mehr feiern könnt, nicht in Chor singen und auch nicht in Posaunen mitspüren könnt. Hätten uns das was zu sehen? Ich will das nicht. Aber eins will ich. Wir brauchen Worten, die uns Mut machen und auf Hören kicken lassen. Und dass wir uns nicht ganz unerkriegen lassen von der Krankheit und das, was kommen kann. Und Dobby kann uns so ein Bibelvers von doch denke ich, durch dich helfen. Und ein Gebet, dass Gott der Herr uns die Tür hält und dass wir Mut behalten. Luther hat mal gesagt, du kannst doch nichts andauen, dass die Krallen über den Kopf legen. Aber dass du den Kopf nüssbar, da kannst du tank werden. Und ich denke, das gilt auch für uns in uns Tiet. Dass wir uns stillen müssen, da was dran ist zu tun, das ist sicher richtig. Aber die unnötige Sorgen, Volker, die setzen uns zu. Wenn man sie Lebensweg so zurückkickt, dann muss man Volker sagen, was hätten wir so doch für unnötige Sorgen gemacht? Sorgen sind Kniepaden und es ist doch all anders gekommen. Aber auch anders, wo wir Kraft, Geduld und Mut in uns schucken wurden, das dort zu holen, weil wir dort morgen mussten. Die unnötige Sorgen,
der uns Focker in Knie. Ich doch an den Kopfmann stören. Den Kopfmann habe ich gesagt, wenn du Not ist für die Mathearbeit, ein Gebet hilft dir. Gebet ohne Taubel und Tisch. Lehren musst du trotzdem, fahren musst du können, aber die Not ist weg. Wofür Schüler haben bestimmt bessere Arbeit schreiben, wenn sie nicht so viel Not hat haben. Die Not hält uns fast. Kennen wir auch. Die Not für das erste Rät, das Vorstellungsgespräch in der Firma, aber auch die Operation im Krankenhaus. Wohin mit der Not? Ein Gebet kann uns helfen. Gott sagt, ich verlor die nicht. Ich hab die Last von, sagt Gott der Herr. Nun komm mal los. Ich weiß nicht, wo du für doch fast hockst, wo du fast holst. Gott sagt, ob du die. Laut halt los. Du bist frei. Ich bin da. Wofür Menschen schläten das mit, was sie mal verkehrt gemacht haben? Von Jesus her gelehrt, lädt das auf. Ich übernehme das für die. Du bist frei. Darum beten wir den Vater unser auch. Vergeb uns unsere Schuld, wie will der anderen auch vergeben. Das macht uns frei. Du hörst zu mir, sagt Gott der Herr, darum lass dich nicht infangen. Und aus Tiet geht doch vor, darum, was sagen die anderen? Was wurde uns vorgesetzt in den Medien? So musst du wesen und das musst du hemmen. Es folgt für die jungen Lü gar nicht so einfach, der eigenen Weg zu gehen. Und wo ist das mit uns Glauben an Gott? Haben wir Mut genug, uns zu Wort zu melden? Wenn darum was geht, wenn der Kark mal das Thema ist. Mich vor allem, was ich von einer Berufsschule gehört habe. Da fragt der Meister, der 16-jährige Schüler, wer von euch glaubt an Gott? Und ein Mädel. Ich bin fast übertücht, da werden mehr, die sehen den Lüfung an Gott. Und ich traue mich nicht. Dass wir uns trauen, uns Meinung sehen. Besonders auch in dieser Zeit. Ich denke, da kommt mehr und mehr ob an. Du hörst zu mir. Gott sagt, ich verlotte dich. Und hat Jesus so mooi verteilt in die Geschichte von dem verdwollen Jungen, der uns klar macht, die sich vor der Hus verletzt, alle Kopf haut und der mit schlecht Gewissen werden nach Hus krubbt. Er verwacht nichts mehr von seinem Vater. Aber als dieser Junge da ankommen wird, lebt er im Tumult. Umarmt und sagt, was moi, dass du der Wehr bist. Komm rein, das mutten wir viel. So, sagt Jesus, ist das mit Gott. Der ist ein guter Vater, der über uns Kinder wacht, auch wenn die Focke verdwollen sind. Nun komm du, Mann, nach Hus. Das ist die größte Chance von uns Leben, denke ich, dass der ewige Gott immer für uns offen Tür hat und gut wird. Und das mutten wir wiedersehen, da wo wir stand. Und dafür können wir auch nur dankbar werden, dass Gott uns nicht verletzt. Da muss ich singen und loben, weil zu mooi, denn loben trägt ne Baum. Lief gemein, wo der Lebensweg von unser Kind verläuft, der nicht geboren ist, das will ich nicht. Wir wünschen das Beste. Aber, dass wir sehen, Gott der Herr ist wie die und legt seine Hand auch auf die, das hält durch ihr Kind die Tür. Und nur geht die weg. Und wer es blieb, denn ich verlaute die nicht. Das gilt für das Kind, aber auch für die und für mich. Amen.
Herr uns Gott, du hast uns zugesagt, dass du die Hand auf uns holst. Du lässt uns nicht allein, dafür danken wir dir. Du kennst uns Not und Sorgen, du willst vor wir festhocken. Mach uns frei für dein Wort, dass uns wiederkehren, dass das, was nur ist. Für die, Herr, denkt man die, die das stur hält, der für gute Menschen dir wiederhält. An die Kranken denken wir, an die Einsamen, der hat die Kraft bekommen und auch fördern können. Wir denken für die auch an die Politiker in der Wiederwelt, gäf doch, dass sie goldene Gedanken habt, Frieden wollen und das Miteinander fördern. Herr uns Gott, vorkam wie Not, wir weit nicht wieder schall, aber diese Welt und uns Leben liegt in die Hand. Als wir noch sehen wird, da sehen wir das Gebet, was Jesus uns lehrt hat. Uns fordert im Himmel, die Norm wird die hochheulen. Laut den Ried kommen, den wir laut Daumen wollen, hier bei uns auf ihr, der der Kraut ass in den Himmel. Geb uns das Brot, das wir verdauch nötig habt. Und vergeb uns das, was wir verkehrt gemacht habt. Und wie will dem vergeben, die bei uns in Schuld stand. Laut uns nicht in Unglück fallen. Mag uns frei von der bösen Gewalt. Denn dir allein hört der Krieg, bei dir ist die Kraft und groß in Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dass Gott der Herr mit dir geht, da bleibt die Tose. Und nun sehen wir vor dir, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Lachen in der